Zum 61. Mal zeichnet die Handelskammer Bozen traditionsreiche Unternehmen mit einer mehr als 50-jährigen Tätigkeit und treue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 35 oder mehr Dienstjahren aus. Die Handelskammer Bozen betrachtet es als eine Ehre, diese Zeremonie für Tradition und Treue in ihrem Sitz in Bozen vornehmen zu können. Hausherr ist natürlich der Präsident der Handelskammer, Michel Ebner. Er hat darauf hingewiesen, dass es in Zeiten wirtschaftlicher Krise noch anerkennenswerter ist, einen Betrieb über Jahrzehnte erfolgreich zu führen. Ich glaube, dass die Tätigkeit von über 3 Jahrzehnten im gleichen Betrieb oder das Behalten einer Tätigkeit im Rahmen einer Familie von über 50 Jahren nicht nur ein formaler Akt ist, sondern eine öffentliche Anerkennung für Fleiß, Einsatz, Engagement, das, was letztendlich unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft ausmacht. Auch Landeshauptmann Durmwalder wollte es sich nicht nehmen lassen, bei der Übergabe der Goldmedaillen und der Auszeichnungen an 27 Betriebe und 61 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei zu sein. Der Grundgedanke, der hinter dieser Auszeichnung steht, ist natürlich die Hochachtung vor der Arbeit und die Anerkennung für alle diejenigen, die auf den Fleiß und den Einsatz der Mitarbeiter bauen. Es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass jemand 35, 40 Jahre im gleichen Betrieb arbeitet. Es ist heute so, dass normalerweise jemand 3-4 Mal im Leben wechselt. Hier haben wir Beispiele, wo man über 35, 40 Jahre im gleichen Betrieb arbeitet, wo man Höhen und Tiefen mit dem Unternehmer irgendwie teilt, wo man einfach ein Teil des Betriebes ist. Und das soll auch entsprechend hervorgehoben werden, denn das heißt Sozialpartnerschaft, das heißt Zusammenarbeit. Und auch den Unternehmern muss gedankt werden und muss gratuliert werden, wenn sie teilweise 170 Jahre den Betrieb in der gleichen Familie haben. Auch das ist eine Leistung und deswegen sollte man Gott in Zeichen der Krise Dankeschön sagen. Der älteste Betrieb, der dieses Jahr ausgezeichnet worden ist, ist die Metzgerei Josef Ploner aus Laien. Sie besteht seit 170 Jahren. Weil immer sich jemand im Betrieb gefunden hat, der gerne wieder weiterarbeiten möchte, so wie jetzt mein Sohn, der heute auch mit uns ist, der ist passionierter Metzger. Und so geht es halt die ganzen Jahre weiter. Wir haben auch einen Bauernhof dabei. So wollen wir unseren Kunden halt ein anständiges Fleisch anbieten und auch eine Vielfalt an Produkten. Und wir als kleine Metzger haben halt die Möglichkeit ein bisschen. Man muss halt mit Freude beim Betrieb dabei sein und mit Freude das machen, aber vor allem auch die ganze Familie muss dazustehen. Seit 107 Jahren ist hingegen der Betrieb Holzland Fuchs GmbH in Bozen tätig. Von den 61 ausgezeichneten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen arbeitet Frau Marlene Hilpold schon seit 42 Jahren bei der Firma Dr. Kompatscher Immobilien in Bozen. Das Geheimnis ist wahrscheinlich, dass der Chef sehr nett ist und dass die Mitarbeiter verlässlich sind und dann funktioniert das in der Firma sehr gut. Wenn es einem in einer Firma gut gefällt, dass die Arbeit passt und auch das Verhältnis zum Chef, dann bleibt man gerne und hat eigentlich keinen Grund zu wechseln. Eine besondere Auszeichnung ging an die Firma Elektrouniversal GmbH aus Bozen, die gezeigt hat, wie wichtig es für einen Betrieb sein kann, auf treue und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu setzen. Nachdem Johann Duffek 6 Jahre dort gearbeitet hatte, übernahm er 1977 den Betrieb und führt ihn nun schon seit 36 Jahren mit Erfolg. Er beschäftigt 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.